Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Leser, hören Sie heute die 32. Botschaft des Herrn. Sie trägt den Titel „Das Geheimnis der göttlichen Verbundenheit“. Am Nachmittag des 27. Juli 2021 erfuhr ich von Christus, dass er vorhabe, mir am Abend wieder eine Botschaft zu übermitteln. Um 19.25 Uhr sagte er, als ich mich bereits im Schlafzimmer befand: „Ich werde gleich zu dir sprechen." Dann begann der Heiland sofort mit dem Diktat. Er sprach: „Meine Tochter, schreib auf. Es freut mich, dass du alles so treu und sorgfältig aufschreibst. Treu im Kleinen bedeutet auch treu im Großen. Daher werde ich dir auch die großen Dinge, meine kostbaren Schätze, zur Verwaltung und zum Verteilen anvertrauen. Sei immer recht großzügig damit. Dann gebe auch ich dir mit vollen Händen. Ich schöpfe aus der unendlichen Fülle. Aus den Schatzkammern meines himmlischen Vaters bediene ich mich. Er ist es, der euch alles gibt, was ihr zum Leben braucht. Die leiblichen und auch die geistig-spirituellen Dinge. Meine Tochter, habe Hunger und Durst nach den ewigen, unvergänglichen Gütern. Nur sie werden dein Verlangen auf ewig stillen. Du wirst nie mehr hungern und dürsten. Ich gebe dir das ewige Brot und das ewige Wasser, den dauerhaft erfrischenden Quell, die sprudelnde Labsal, die dich immer wieder stärken und erquicken wird. Schöpfe nur recht zügig aus den Gefäßen, die ich dir darbiete. Sie werden niemals leer werden und sich immer wieder aufs Neue füllen. Meine Großzügigkeit ist grenzenlos gegenüber jenen, die mich lieben und ehren, die mich verteidigen und für mich Zeugnis ablegen. Sei daher unverzagt. Du bist immer in meinem Herzen. Darin bist du beschützt und geborgen. Alleluja! Preist den Vater, so wie ich ihn preise. Er ist der Schöpfer aller Dinge und aller Menschen. Großes hat er getan. Großes hat er gewirkt. Die gesamte Schöpfung atmet seinen Geist, ist erfüllt von seinem Ruhm. Sie spiegelt seine erhabene Größe wider. Sie wirft sich vor ihm demütig nieder. Jedes Blümlein und jedes Tierchen beugt sein Haupt vor dem Schöpfer. So sollt auch ihr Menschenkinder es tun. Verneigt euch vor meinem Vater und erweist ihm die Ehre. Das zieht viel Segen auf euch herab. Der Vater erfreut sich an euch, wenn ihr so handelt. Tröstet ihn in seinem Schmerz. Er hat viel zu leiden. Er leidet stets mit mir. Es ist ein geheimnisvoller Bund zwischen ihm und mir. Wir beide sind eins durch den Heiligen Geist, der in unserer Mitte wohnt. Er wandert zwischen uns beiden hin und her, in lebendigem Austausch, im liebevollen Zwiegespräch. Das ist das Geheimnis der Dreifaltigkeit. Wir sind alle drei immer miteinander verbunden. Einer kann ohne den anderen nicht sein. Einer ergänzt den anderen. Es ist so wie in einer Familie. Wir sind die göttliche Familie. Sie soll euch als Vorbild für eure irdischen Familien dienen. Bleibt stets im Austausch untereinander. Seid euch in Liebe zugetan. Verzeiht. Leiht dem anderen euer Ohr für dessen Sorgen und Nöte. Zeigt Mitgefühl, seid barmherzig, erlahmt nie im Guten und betet viel. Bittet die Gottesmutter, mit euch und für euch zu beten. Sie ist die beste Fürsprecherin in allen Anliegen. Scheut euch nicht, sie vertrauensvoll zu bitten. Sie ist eure Mutter im Himmel. Sie ist meine Mutter, die ich mit euch teile. Vergesst das nicht. Sie hat mich in ihrem Leib getragen als lebendige Monstranz. Daher ehrt sie und bekümmert sie nicht, kränkt sie nicht. Wie sehr schmerzt dies auch mich. Unsere beiden Herzen sind eins. Sie sind vereint in der Liebe und im Leiden. Sie teilen jeden Schmerz. Sie bleiben auf ewig miteinander verbunden. Nichts kann sie trennen. Eine Mutter hat man nur einmal.
Auch ich, der Sohn des lebendigen Gottes, habe nur eine. Bedenkt dies in euren Herzen. Sie ist mir überaus kostbar und wertvoll. Sie hat mir das menschliche Leben geschenkt. Aus ihrem Körper hat sich auch mein irdischer Körper gebildet. Ich bin daher ein Teil von ihr. Auch das ist ein ewiger Bund, eine heilige Verbundenheit. Meine Tochter, denke über meine Worte nach. Dann geh schlafen. Du bist heute schon sehr müde. Ich segne dich. Bleib mir treu und bei meinem Herzen. Amen.